Auf dem Automobilsalon in Genf wurde der Ferrari Dino im Jahr 1966 vorgestellt. Um den spritzigen V6-Motor, der ursprünglich für den Rennsport konstruiert und gebaut worden war, zu homologieren, musste Ferrari mindestens 500 Straßenfahrzeuge in Produktion geben. In Kooperation mit Fiat entstand deshalb die Kleinserie des Rennsportwagens Typ Dino 206S. Der Name Dino stammt von Enzo Ferrari im Andenken an seinen früh verstorbenen Sohn. Ein Jahr nach der Vorstellung des 206S begann die Produktion der 246 GT-Fahrzeuge. Dieser kleine Sportwagen hatte ebenso den V6-Mittelmotor integriert, aber bereits mit einer Leistung von 195 PS bei 7900 Umdrehungen in der Minute. Mit diesem 2,4 Liter Motor und seinen 2418 Kubik erreicht der kleine Ferrari Dino eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km pro Stunde und ist dabei in 7,6 Sekunden auf 100 beschleunigt. Mit dieser Serie an kleinen Sportwagen, dem 206 und den 246, den Dinos, setzte Ferrari Akzente in eine neue Richtung. Sie waren preisgünstiger und konnten es so mit Porsche und ähnlichen Konkurrenten aufnehmen. Alle Räder sind einzeln aufgehängt. Dadurch erhält der Dino eine sportliche Straßenlage. Besonders in den Kurven beweist sich diese herausragende Technik. Der Mittelmotor ist wie im Rennsport quer eingebaut. Auch in dem Innenraum ist die sportliche Herkunft nicht zu verleugnen. Tiefliegende Schalensitze und ein handliches Lenkrad unterstreichen das Gefühl der Geschwindigkeit. Von dem Typ 246 GT-Modellen wurden insgesamt 3912 Fahrzeuge gebaut. Sie gelten als die Top-Sportscars der 70er Jahre.